Making Elf, ja. Herzlich willkommen zum Making Elf, ja, Nummer 10 von Tiger der Serie. Guck mal, gestern, wir haben Drehung gemacht für neue Folge für Freitag und wir hatten Besuch da von einem RTL 2, also RTL 2 Team, weil RTL 2 Team macht eine Dokumentation über Mr. Big, also und Mr. Big spielt ja eine Rolle, Fax bei Tiger der Serie, deswegen die waren da und Beitrag kommt bald und wenn Beitrag kommt, dann wir sagen nochmal Bescheid, dann machen wir. Guck mal, und gestern, wir haben Drehung gemacht und wo jetzt Material von Drehung so ist, kann ich mal kurz Zeigung machen. Material ist jetzt in Cutting, Prozess, in Schnitt und was Schnitt ist, kann ich kurz mal Zeigung machen. Guck mal, das ist Murat und jeder kennt vielleicht Murat, wenn jemand den Murat nicht kennt, ist Murat Abi und er ist Kameramann, er ist Regisseur und er macht auch Cutting und er ist one of the beste. Warum? Weil guck mal, er kann Fußball spielen, er kann tanzen und er liebt TV und Film und darum, er muss machen einfach Tiger Serie. Ja? Hallo Murat. Hallo Tiger. Merhaba. Murat, du kannst vielleicht mal kurz Erklärung machen, was ist Cutting, wie funktioniert Cutting? Also Cutting oder Editing oder Schneiden, das ist eigentlich so, dass man im Prinzip nur einen Computer braucht, einen Laptop, der muss jetzt nicht teuer sein und eine Schnittsoftware. Wir haben jetzt ein MacBook und ein Final Cut Pro, das funktioniert nur auf Mac, aber man kann auf PC auch mit Sony Vaio und sonst Sony Vegas und sonst welchem Programm arbeiten, also das ist vollkommen egal, im Prinzip ist es immer das Gleiche. Wie du siehst hier, haben wir hier zum Beispiel die ganzen Clips, die wir gestern gedreht haben mit der Kamera, so in einem Browserfenster. Und was wir dann machen, ist sozusagen Clip für Clip zusammennehmen, um daraus eine Szene zu machen. Und ich kann ja mal zum Beispiel an so einem Beispiel zeigen, wie es aussieht, wenn wir es drehen. Also du siehst hier zum Beispiel, das ist ein Clip, den wir genommen haben. So, und so sieht das Material aus, bevor wir es bearbeitet haben. Du siehst also, es ist in Farbe, es ist kein Widescreen-Look sieht nicht ganz so spektakulär aus. Und wenn wir es jetzt bearbeiten, dann legen wir einen Filter drauf und dann sieht es so aus. Kann ich mal kurz zeigen und ein bisschen größer machen. Und dann siehst du hier, das gleiche Material ist jetzt... So, und jetzt, man sieht einfach, dass... es viel, viel kinomäßiger aussieht, viel schöner aussieht, einfach dadurch, dass man es in Schwarz-Weiß macht und nochmal so eine Breitbildmaske drauf macht und es hat einen schöneren kinomäßigen Look. Super, Murat. Und guck mal, kannst du das nochmal Erklärung machen? Was ist das alles? Man sieht hier verschiedene Sachen. Vielleicht kannst du auch nochmal zeigen, was das alles so ist. Ja, also das hier nennt man die Timeline. Da tut man sozusagen sein Schnittprojekt rein. Wie du siehst, sind hier lauter Clips aus diesen verschiedenen Einstellungen, die wir gedreht haben. Und man legt sie rein, man bearbeitet sie vorher hier in diesem Viewerfenster, schneidet sie zurecht, zieht sie dann rüber und kann sie hier auch nochmal bearbeiten. Und dann ist es eine typische oder ganz normale Schnittarbeit. Man friemelt sich zusammen und guckt, wie der Rhythmus ist. Das Wichtigste beim Schnitt ist eigentlich der Rhythmus. Du musst so ein Gefühl haben, wann kommt der Wechsel, wann kommt der Einstellungswechsel, wann kommt der Einstellungswechsel zu dieser Einstellung, wann wieder zu der anderen. Und Ton und allem zusammen, sozusagen das Sounddesign, das ist eigentlich dann so eine Gefühlssache. Man muss halt so ein bisschen Rhythmus dann auch haben. Und wahrscheinlich auch viel Übung machen, wa? Ja, Übung macht den Meister auf jeden Fall. Und wenn du zum Beispiel die Material so siehst, musst du selber, auch wenn du da bist und du arbeitest, musst du trotzdem auch selber mal lachen? Ja, ich lache die ganze Zeit. Also ich habe hier gestern gesessen um 3 Uhr nachts noch, nachdem wir gedreht haben und habe hier alleine gelacht und es macht eigentlich am meisten Spaß. Wenn man das Material dann im Schnitt hat, das ist eigentlich das, was am schönsten ist, am gesamten Filme machen. Super, Murat, danke schön für die Information und wir werden später bei anderen Making-ofs sowieso noch weitere Erklärungen machen, wie funktioniert Cutting noch, was ist da noch für Espalizität, wie funktioniert Kamera, das machen wir alles mit dir nochmal. Gerne, Tim. Tamam, Murat, dann Başarılar, ja, viel Erfolg und ich bin gespannt, ja, und wenn ihr wissen wollt, wie Endergebnis, sagt man doch auf Deutsch, so aussieht, wann kommt Folge raus? Die soll morgen, Freitag, wieder so gegen 18 Uhr rauskommen und vielleicht sind wir sogar ein bisschen früher fertig, aber es sieht gut aus. Super, ja, ich freue mich. Hatte, ich lasse dich mal in Ruhe arbeiten. Okay, Jungs, ihr habt gesehen, Murat Abi ist fleißig für euch dabei. Er macht Cutting-Prozess zu Ende und am Freitag kommt neue Folge. Kommen wir jetzt zu Katerogi User-Kommentars. Beşiktaş 67 sagt, super Serie, ja? Danke, Beşiktaş 67, danke. Und Said Özgen sagt, Tiger, ja, du bist Beste, du kannst uns zu lachen bringen und der Serie ist voll Hammerland. Abi, was ist mit dir los, ja? Was mit mir los ist? Action Jackson ist los, ja? Guck,
guck mal, jetzt am Ende, es gibt noch einen Tiger-Tipp für euch. Unser Freund von Tiger Team und von Tiger Amigo, er war früher bei Flying Steps, er war super Harder Cat und Breakdance Dancer. Er macht eine super Veranstaltung. Name von Veranstaltung ist Funking Styles und da sind 150 Tänzer von ganzer Welt und die machen Street Dance, die machen Hip Hop, die machen Breakdance und es gibt noch eine Profi-Team, eine Jury-Team, die geben Note und die suchen beste Tänzer. Also wenn du liebst so Harder Cat, Mother Cat, Action, Jackson, Dance, Man, Hip Hop, da musst du hingehen. 7. 8. Dezember in Tempodrom und wenn du mehr wissen willst, dann musst du mal googeln oder da unten, da gibst du auch Ticker, da kannst du lesen, wenn du lesen kannst, dann machen wir. Und nicht vergessen, nicht LTE Handytechnik, nein, ja, LTA Tigertechnik. Du sagst, was ist denn LTA Tigertechnik? LTA, ja, LTA Moruk, Liking, Teiling, Aboing, LTA. Und nicht vergessen, nicht Abo sagen, Abo machen, ja. Making F, ja.